So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen nochmal eine Partie Dune Imperium Rise of EX mit der Erweiterung von Direwolf Legendary Lizenztitel. Ich habe es euch schon gezeigt mit einem Unboxing und einem ersten Playthrough. Da habe ich aber noch einige Regelfehler eingebaut, die bitte ich zu verzeihen. Ich werde jetzt versuchen, das besser zu machen. Ich habe ein paar Dinge nicht beachtet. Und zwar habe ich nicht beachtet, dass die Rivalen, gegen die ich spiele, nur die Tech-Plättchen kaufen dürfen, die auch ein entsprechendes Haus-Hagal-Symbol tragen. Zweitens habe ich nicht beachtet, dass was war das Zweite? Ich habe noch ein Zweites nicht beachtet. Haus-Hagal, das war das Wichtigste. Das passte mit den Rabatten. Kampfstärke passte, Schlachtschiffe passte, Frachtschiff, das hatte auch gepasst. Den Bonus kriegen die. Und was ich euch noch, zeigen wollte, man kann tatsächlich, ich habe jetzt zwar alles untergemischt beim Unboxing, aber was man tun kann, man kann es auseinandersortieren. Ich zeige es euch. Jede Karte, ob Imperiumskarte oder Intrigenkarte oder Konfliktkarte oder Anführer. Jede Karte hat unten rechts ein kleines Symbol mit zwei Punkten. Sehr, sehr klein. Man kann es kaum erkennen. Aber daran lässt sich trotzdem identifizieren, dass es ein Element aus der Erweiterung ist. Und deswegen kann man theoretisch auch das Ganze wieder auseinanderklamüsern, wenn man denn mal wieder nur das Grundspiel ohne die Erweiterung spielen möchte. Ich sehe da allerdings aktuell keinen Grund für, denn die neuen Felder ermöglichen es wirklich einem auch etwas mehr zu agieren, gerade mit dem Frachtschiff, da stecken echte gute Belohnungen hinter, da wird das Feld, da werden die Mafia-Felder oben interessant, Gegner sammeln, Truppen sammeln hat man nie wirklich gebraucht und die Tech-Plättchen, ich denke, wenn wir jetzt aufpassen auf das Haus-Hagal-Symbol für die Rivalen, dann kriegen wir das auch gut hin. So, und der andere Regelfehler, den ich hatte, der fällt mir bestimmt wieder auf, wenn wir dran kommen. Ich habe das Spiel komplett aufgebaut. Hier liegen wieder Intrigenkarten. Den Würfel will ich jetzt nicht vergessen, bei meinem Aufdeckzug hier den Sturm im Imperium auszulösen mit der Rotation. Auch einer der Hauptkritikpunkte, dass hier wenig passiert mit der jetzt offiziell auch beschriebenen Imperium oder Sturm im Imperium Version. Kommt hier auch Bewegung in die Marktauslage, sodass da mehr passiert. Das andere, einer der Hauptkritikpunkte von Dune, sind einige sehr starke Intrigenkarten für das Finale, die dann einfach so am Schluss mal einen Siegpunkt geben oder sogar auch zwei. Das hängt von gewissen Konstellationen ab. Und die sind sehr, sehr stark. Die können das Ganze im Prinzip hinten raus nochmal komplett drehen und sehr zufällig machen. Wer das nicht möchte, der kann genau diese Karten, die mit Siegpunkten versehen sind, auch raussortieren. Und dann wird das Ganze vielleicht ein bisschen ausgeglichener. Trotzdem haben wir die Karten jetzt weiterhin mit dabei. Wir spielen es mal mit. So, ich habe mir überlegt, wir spielen jetzt nochmal das gleiche Setup mit Graf Hundro Moritani und Graf Memnon Torvald als Rivalen. Und ich spiele den Prinz Rombo Vernius, der mit der Schlachtschiffstärke von 4 arbeitet. Und bei seiner Siegelringfähigkeit entweder ein Tech-Plättchen kaufen darf oder einen Trupp in die Verhandlung auf den Planeten X schicken kann. Die Grundkarten Arrakis-Kontakt, Faltraum und Spice muss fließen habe ich oben liegen. Die seht ihr jetzt nicht, außerhalb des Bildes liegen die. Dann habe ich ein bisschen Platz. Das sollte jetzt passen. Wir legen los. Graf Hundro Moritani beginnt. Der erste Konflikt, es geht um Siegpunkt und Spice. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Er geht nach Arrakeen. Das passt. Was macht er dort? Er kriegt einen Trupp. Den kriegt er in den Konflikt. Halt, ich fange ja mit 3 Truppen an. Das fehlt mir. Und ich fange an. Das ist auch noch nicht. Ein Solari, ein Spice sind meine Startressourcen. So, und er setzt seinen Siegelring ein, der Graf Hundro Moritani. Er würde ein Spice ausgeben, um den Frachter ein bisschen vorzuschieben, ein Feld. Kann er gerade nicht, weil er kein Spice hat, dann passiert nichts. Dann ist Memnon Torvald dran, gelb, geht zum Destillanzug und bekommt einen Einfluss.
Ja. Was hast du gemacht, alter Mann? Wieder mal die Hälfte vergessen aufzubauen. Sehr schön. Die Zeit wollte ich euch eigentlich ersparen. Tut mir leid. So. Das war dieses. Also er kriegt einen Einfluss hier. Und da passiert nicht mehr. Er kann auch keine Truppen nachsetzen, weil er keine hat. Wir sind dran. Wir ziehen 5 Karten. Gemischt habe ich. Tja. 2 grüne Felder. Ich habe nicht wirklich Spice. Aber trotzdem habe ich Optionen. Ich kann in diesem Konflikt nicht mitmischen, so wie es aussieht. Das wird nichts. Aber ich kann den Dolch einsetzen, um mit einem Agenten hier oben auf die Tech-Verhandlung zu gehen. Das bringt mir gleich noch eine Überzeugung. Und ich kann mir jetzt ein Plättchen kaufen. Ein Tech-Plättchen geht für 1 Spice Rabatt. Ich habe 1 Spice, könnte mir also ein Zweier-Plättchen kaufen. Da gibt es 2 durchaus spannende Plättchen. Immer wenn du Truppen von der Frachterleiste rekrutierst, das ist hier oben, rekrutiere eine zusätzliche Truppe. Du darfst beliebig viel von ihnen im Konflikt einsetzen. Das ist nicht schlecht und das gilt dann dauerhaft während des ganzen Spiels. Und der Memo-Korde im Finale würde mir jetzt einen beliebigen Einfluss geben. Und im Finale würde er sagen, würde Berten 3 Einfluss oder mehr auf allen 4 Einfluss leisten, würde nochmal einen extra Siegpunkt bedeuten in der Finalwertung. Das ist echt nicht schlecht. Beide Karten sind gut. Ich würde vorschlagen, wir nehmen erstmal hier den Truppentransporter. Und die Karte war hier, müssen hier neu aufdecken. Auch so, jetzt das mit den Tech-Plättchen habe ich nochmal nachgelesen in Ruhe. Die Hausagal-Tech-Plättchen dürfen auch für den Rivalen gekauft werden, die anderen nicht. Und die gelten tatsächlich im Prinzip ab sofort für das ganze Spiel, es sei denn, es steht was anderes auf dem jeweiligen Plättchen. So, ich müsste das eine Spice bezahlen. Und bekomme nachher noch eine Überzeugung, das muss ich mir merken für meinen Aufdeckzug. Grün ist wieder dran. Nach Carthage. Bekommt einen Trupp, den setzt auch einen Konflikt ein. Gelb ist dran. Selektive Züchtung. Bekommt hier einen Einfluss. Und ich bin wieder dran. Und ich habe nach wie vor nur... Ach, hier ist noch ein blaues Feld. Da bringt mir aber gar nichts, weil die anderen sind besetzt. Das ist auch etwas, was... vielfach kritisiert wird bei Dune Imperium, gerade im 4-Personen-Spiel, ist der als letzter dran ist, häufig blockiert und hat praktisch kaum noch Möglichkeiten. Es gibt jetzt Karten, wenn sie dann hier in die Marktauslage kommen, zeige ich sie euch, die einem ermöglichen, auch auf ein besetztes Feld zu gehen. Da hat man wenigstens in der Erweiterung teilweise eine Lösung für. Die alten Karten ermöglichen das nicht, aber die neuen Karten, und das sind immerhin auch über 30, die erlauben einem das jedenfalls zum Teil. Hier kann ich nicht hin, dafür habe ich nicht das Wasser. Die anderen beiden sind besetzt, das heißt, ich kann tatsächlich nur wieder auf ein grünes Feld. Und jetzt haben wir die Situation, ich habe nur einen Solari und keine Möglichkeiten, irgendwo anders hinzusetzen. Das heißt, ich muss tatsächlich passen. Darf ich nicht? Kann ich nicht? Kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Fehlt mir ein Solari. Ja, ich muss tatsächlich passen. Mein Agent ist weg. Den kriege ich nirgendwo untergebracht. Jetzt haben wir so eine Situation, wie sie im Originalspiel immer wieder mal vorkommen kann, weil eben alles besetzt ist, was erlaubt ist. Und darunter leide ich jetzt. Nichtsdestotrotz, wir schauen mal, wie es weitergeht. Grün ist fertig, hat beide Agenten eingesetzt. Gelb ist fertig, hat beide Agenten eingesetzt. Ich kann meinen Aufdeckzug machen. Ich habe keinen Konflikt.
Deswegen bin ich nicht dabei, aber ich habe jetzt 2, 4, 5 und oben noch einen 6 Überzeugung. Und jetzt gucken wir mal, was im Markt liegt. Verwalter der Gilde, der Wurmreiter liegt dabei, der mir Schwerter gibt im Aufdeckzug oder Spice in der Nutzung. Das ist nicht schlecht. Peter de Vries gibt mir für 5 eine Intrigenkarte oder 3 Überzeugungen und ein Schwert. Der feste Griff für 2 Solari kann ich einen Einfluss erhöhen bis auf den Imperator. Und bei der Imperator-Allianz habe ich 4 Überzeugungen. Boah. Das, glaube ich, hilft mir nicht wirklich. Ich vermute mal, dass der Wurmreiter ganz gut helfen kann. Der besorgt mir wenigstens auch immer wieder Spice. Den kaufe ich für 6. Da kommt der Dr. Yue dazu. Die 6 Überzeugungen habe ich ausgegeben. Im Konflikt bin ich nicht. Den gewinnt als einziger Grün. Die Truppen gehen weg. Wir müssen noch mal kurz rotieren. Die Karten 4 und 5 sind hier unten die. Die tauschen wir aus. Die gehen nach oben in die Ablage. Die Ablage machen wir unten. Ist einfacher. 4 und 5. Okay. Dann Konflikt entscheiden. Grün hat gewonnen. Als einziger bekommt einen beliebigen Einfluss. Das darf ich jetzt frei entscheiden. Wir nehmen mal hier oben den Imperator. Und ein Spice. Und wir müssen aufpassen, die Rivalen geben normalerweise ja 7 Spice aus für einen Siegpunkt und auch 3 Wasser oder 7 Solari oder 3 Intrigenkarten für einen Siegpunkt. Das machen sie auch weiterhin. Habe ich beim ersten Video dazu auch nicht mehr dran gedacht. Habe es dann nachgeholt. Spice sparen sie aber auf für Techplättchen, bis die Konfliktkarten die Stufe 3 erreichen. Dann geben sie dann auch Spice für Siegpunkte aus. So. Dann geht's. Konflikt ist entschieden und ausgezahlt. Dann kommen die Sandwürmer, der Venus. Und dann kommen alle Agenten zurück. Bei mir war es nur der eine. 2 grüne, 2 gelbe. Und dann kommt die neue Konfliktkarte. Jetzt wird es wieder spannend. 2 Frachterfelder und ein Trupp. Da wäre ich dann schon gerne dabei. Ich muss mal 5 Karten ziehen. Und es geht der Startspielermarker weiter. Gelb fängt an. Schlachtschiff. Das heißt, er geht hier hin. Er muss leider nichts bezahlen, sondern es passiert einfach das, was hier auf der Karte steht. Er bekommt ein Schlachtschiff aktiviert in seine Garnison. Und er kauft sich ein Tech-Plättchen. Er kann sich aber keines kaufen, weil beide, die er kaufen kann, kosten 2 Spice. Das hat er noch nicht. Also passiert hier nichts. Okay, dann bin ich dran. Wir brauchen Einfluss. Am besten bei den Fremen. Ich habe ja auch den Wurmreiter hier mir gekauft. Das heißt, wir holen uns erstmal über die Suche nach Verbündeten bei dem Destillanzugfeld. Holen wir uns ein Wasser. Wir müssen diese Karte entsorgen, die kommt weg. Ich auch gestern bei dem ersten Unboxing und Let's Play nicht dran gedacht. Dann war es das erstmal. Wir kriegen hier noch den Einfluss. Und dann kann ich jetzt 2 Truppen in den Konflikt ziehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Grün ist dran. Spice ernten. Auf das Feld mit dem meisten Bonus-Spice. Wenn es mehrere gibt, das mit dem meisten Gesamt-Spice. Er kriegt 4 Stück. Das heißt, er hat jetzt insgesamt zu den 4 seinen einen hier, sind 5. Gelb ist dran. Auch Spice ernten. Super. Das macht er hier, kriegt 3 Stück. Und ich bin dran.
Jetzt könnte ich ja hingehen. Und mir entweder Spice holen und noch eine Truppe nachsetzen. Ich weiß nicht, was die im zweiten, was Grün noch im letzten Zug macht. Ich könnte tatsächlich hingehen und über die Diplomatiekarte meinen zweiten Agenten auch zu den Fremen schicken, das Wasser wieder bezahlen, hier noch einen Einfluss und einen Siegpunkt bekommen und dann zwei Truppen zusätzlich in den Konflikt setzen. Und den spare ich mir aber nochmal auf. Den setze ich nicht hinterher. Und dann war das das. Ja. Dann ist Grün nochmal dran im letzten Zug. Verschwörung oben beim Imperator. Kriegt hier einen Einfluss, kriegt damit einen Siegpunkt. Und er kriegt zwei Truppen in die Garnison. Und damit war das das. Gelb ist fertig, ist nicht im Konflikt. Ich bin soweit durch, habe meinen Aufdeckzug, habe drei Einfluss. Und für drei Einfluss, drei Überzeugungen, könnte ich mir das Kriegsmesser holen. Jawohl, das machen wir mal. Wir gehen dieses Mal auf die Fremen-Strategie. So, jetzt brauche ich aber auch hier nicht weiter zählen mit dem ganzen Konflikt auswerten, denn ich bin der Einzige im Konflikt, gewinne den, kriege meine Truppen in den Vorrat zurück und kann jetzt einen Trupp in die Garnison setzen. Das ist ein Teil des Preises. Und zwei mal meinen Frachter oben bewegen. Das sieht schon sehr gut aus. Und das hilft mir nämlich jetzt auch mit dem Techplättchen, wenn ich nämlich darüber nachher Truppen einsammle, weil ich meinen Frachter zurückhole, dann kriege ich sogar noch einen Trupp mehr. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Damit ist der Kampf entschieden. Wir machen wieder Rotation, Sturm im Imperium, vierte und fünfte Karte. Und jetzt kommen wieder die Sandwürmer, das ist nur hier. Und dann kommen alle Agenten wieder zurück. Meine roten, die gelben und die grünen. Der Startspielermarker geht weiter. Neuer Konflikt. Und schon geht es um den Siegpunkt. Ich schaue mal eben. Hier ist diese Konfliktkarte mit dem Frachter, die ist natürlich eine von den neuen Karten. Ihr seht also auch hier, wenn ihr näher ranzoomt, hier unten rechts dieses kleine Symbol mit den zwei Punkten. Ich bin noch nicht mit der Lupe dran gewesen. Das kann man auseinanderhalten. Man kann es theoretisch auch alles wieder raussortieren. So, das ist der neue Konflikt. Ich bin Startspieler, mein Nachziehdeck ist leer. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch drei Solari, um ein Schlachtschiff zu aktivieren. Und wir brauchen noch Solari, um meinen dritten Agenten zu aktivieren. Gucken, ob wir dran kommen. Den Wurmreiter können wir uns aufbewahren für Schwerter. Den spielen wir vielleicht nicht. Grün und Gelb haben wir. Wir könnten uns Spice holen. Die drei Stück da vorne. Ist vielleicht nicht schlecht. Oder wir holen uns über den Schmuggel oder über die... Achso, da kann ich nur bei den... Ich werde
Ich werde erstmal Spice holen, indem ich hier auf das imperiale Becken gehe. Dann kriege ich die zwei und noch einen extra. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Grün ist dran. Schmuggel, weil er hat keinen Einfluss bei der Raumgilde. Das heißt, er geht auf das Schmuggelfeld und setzt den Frachter nur einmal vor. Gelb ist dran. Nach Karthag bekommt einen Trupp in den Konflikt und zieht auch nach. Das heißt, wir haben jetzt schon vier im Konflikt. Das werde ich kaum aufholen können mit meinen Truppen. Entschuldigung, ich habe natürlich nicht dran gedacht, die zwei wollte ich in den Konflikt schieben. Auch wenn sich das jetzt eventuell als nachteilig erweist, das wollte ich noch gemacht haben. Aber jetzt brauche ich neue Truppen, jetzt muss ich umdenken. Wo kriege ich Truppen? Die kriege ich wieder nur hier, da habe ich aber kein Wasser für, um das zu bezahlen. Ich kriege sie im Siege Tabre, da kriege ich eine Truppe und ein Wasser. Eine Truppe reicht mir aber nicht. Tja, den Konflikt werde ich verlieren und also auch die Truppen. Ist aber in Ordnung. Ja, vielleicht auch nicht, denn ich habe ja mit dem Wurmreiter den Einfluss bei den Fremen, sodass ich noch vier Schwerter bekomme. Das können wir trotzdem versuchen. Das heißt aber auch, dass ich mir den Wurmreiter aufsparen muss. Ich werde über die Diplomatiekarte nochmal zu den Fremen gehen, hole mir noch ein Wasser, steigere den Einfluss, kann aber nichts mehr in den Kampf nachsetzen. Das ist trotzdem okay, denn ich habe jetzt hier noch Schwerter zum Nachlegen. Mein Kampfwert liegt jetzt hier bei 2 noch und Gelb liegt schon bei 4. Wir gucken nochmal bei Grün. Er will Spice ernten, da ist aber kein Bonus Spice mehr da, das heißt, er zieht eine neue Karte. Geht zur Verschwörung, einen Einfluss und zwei Truppen in die Garnison. Gelb ist dran, Geheimnisse, einen Einfluss, den Siegpunkt. Ich mache meinen Aufdeckzug, habe 1, 2, 3, 4, 6 Schwerter zusätzlich, mache dann einen Kampfwert von 8. Grün ist nicht im Konflikt, Gelb ist im Konflikt und bekommt ein Schwert extra. Sehr gut, haben wir Glück gehabt. Der Trupp geht zurück, der Trupp geht zurück, das Schlachtschiff geht zurück. Und damit gewinne ich den Siegpunkt und ein Wasser. Und Gelb gewinnt ein Wasser und ein Spice. Und dann machen wir noch die Karten Nummer 3 und 5. Oh, Opulenz ist auch keine so schlechte Karte. Und dann kommen jetzt die Sandwürmer. Die geben wieder Bonus-Spice in den nicht besetzten Wüstenfeldern. Und dann kommen alle Agenten wieder zurück. Startspielermarker wandert einer weiter. Jetzt läuft das Ganze wesentlich flüssiger, nachdem man schon eine Partie mehr zäh gespielt hat und nochmal in den Regeln etwas nachgeschaut hat. Jetzt läuft das Ganze ein bisschen flüssiger. So, hier geht es um Einfluss und zwei Intrigenkarten. Die haben bis jetzt noch gar keine Rolle gespielt. Das war bei der ersten, beim ersten Let's Play mit der Erweiterung etwas anders. Da gab es mehr Intrigen. Das geht jetzt los. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Startspieler ist grün. Spice ernten. Dann will er hierhin, bekommt 4 Spice in Summe. Gelb ist dran. Selektive Züchter. Meine Güte, der legt jetzt aber auch drauf an hier bei den Bene Gesserit. Ich bin dran, muss nur 5 Karten ziehen.
Ja, die drei Solari fehlen mir. Aber da kriegen wir jetzt was hin. Ich werde erstmal versuchen, über die Fremen hole ich mir nochmal. Ich gehe hier mit dem Christmesser zu den Fremen. Und zwar auf Zellkrieger. Zahle ein Wasser, bekomme zwei Truppen, die setze ich auch direkt in den Konflikt, bekomme einen Einfluss. Das gibt mir ein Wasser und den und die Allianz und damit auch einen Siegpunkt. Muss ich mal nachgucken, ja, den Siegpunkt habe ich bekommen. Und ein Solari. Den bekomme ich auch. Damit habe ich zwei Solari. Mit denen könnte ich mir den Mentaten leisten. Das will ich aber gar nicht. Ich brauche das Schlachtschiff. Gut, wir schauen. Okay, damit habe ich wenigstens schon mal zwei Truppen in den Konflikt gesetzt. Wir gucken, wie es weitergeht. Grün ist wieder dran. Zweiter Zug geht in den Faltraum. Ein Einfluss bei der Raumgilde. Gelb ist dran. Zellkrieger ist besetzt von mir. Tech-Verhandlungen. Ein Tech-Plättchen mit Rabatt von minus 1. Das will er haben und er will sich in zwei verschiedene mögliche Plättchen da liegen. Das hier kann er nicht kaufen. Dann kauft er sich das, was oben liegt. Das heißt, er kauft sich dieses, zahlt dafür 1 Beiß. Bekommt auch eine Intrigenkarte. Die habe ich jetzt mal hier hingelegt. Die setzt er nicht ein, aber die kann er, wenn das 3 werden, hat daraus einen Siegpunkt. Und was steht drauf? Entsorge dieses Plättchen, lege eine beliebige Anzahl deiner Intrigenkarten unter den Stapel, ziehe dann genauso viele Intrigenkarten nach. Das braucht er nicht machen, aber wichtig ist, dass er eben beim Einkauf hier die Intrigenkarte bekommen hat. Das Plättchen bleibt jetzt bei ihm liegen. Und wir decken hier oben ein neues Plättchen auf. Das ist für 6 Spice. Die Shuttle-Flotte, die gibt einem 2 Einflüsse auf beliebigen Fraktionen und zum Rundenbeginn jedes Mal 2 Solari. Das ist nicht schlecht. Okay, das war aber der Zug von Gelb. Und dann bin ich noch mit meinem letzten Zug dran. Ich gewinne also den Konflikt. Die Frage ist jetzt nur, was mache ich noch Schönes? Ich brauche eigentlich Spice. Und zwar so viel Spice, dass ich mir das Tech-Plättchen da oben holen kann. Das würde ich gerne machen. Den Konflikt gewinne ich, da muss ich mich jetzt nicht drum kümmern. Dann werde ich mit dem Siegelring meinen Agenten hierher schicken und ein Wasser bezahlen. Dann kriege ich nämlich 3 Spice. Und mein Siegelring sagt mir jetzt, dass ich ein Tech-Plättchen da kaufen darf. Und genau das tue ich auch. Für diese 6 Spice kaufe ich mir jetzt genau dieses Tech-Plättchen hier. Die Shuttle-Flotte zu Rundenbeginn 2 Solari. Noch relativ früh im Spiel, das heißt, die wirkt richtig gut. Und ich bekomme durch den Kauf selbst, bekomme ich 2 beliebige Einfluss. Jetzt schauen wir mal, wo ich mir die nehme. Ich darf nicht bei 2 gleichen Fraktionen Einfluss nehmen, sondern bei 2 verschiedenen. Ich werde einen bei der Raumgilde nehmen und einen beim Imperator. Hier bin ich ja schon relativ weit mit Abstand vorne. Hier bin ich viel zu weit hinten, denke ich. Das bin ich aber auch hier. Das spielt keine Rolle. Ich werde mal versuchen, beim Imperator den Einfluss zu gewinnen. Mal schauen, ob es hilft. So, das war mein letzter Agentenzug. Grün und Gelb sind nicht im Konflikt. Das heißt, wir kommen in den Aufdeckzug für mich. Ich habe 5 Einfluss.
Mein Kampfwert ist bei 4, bei 2. Ich habe 5 Einfluss. Für 5 Einfluss könnte ich mir wieder ein Fremen kaufen. Ich bin jetzt mehr mit Fremenkarten unterwegs. Ich habe leider keine 6 Einfluss für diese Karte Opulenz. Ich nehme jetzt Dilgar. Und hier kommen Machtkämpfe. Die wäre auch gut gewesen für 5. Aber gut, vielleicht kriege ich sie beim nächsten Mal. Nee, wahrscheinlich nicht, weil wir müssen jetzt gleich würfeln. So, das war der Aufdeckzug. Dann machen wir Rotation. Die 5 wird tatsächlich ersetzt. Aber nur einmal, die wird nicht doppelt ersetzt. Und dann habe ich den Konflikt, den wir jetzt auswerten müssen. Den Kampf habe ich gewonnen. Die Truppen gehen zurück. Ich bekomme einen beliebigen Einfluss und 2 Intrigenkarten. 2 Intrigenkarten kann ich ziehen. Einen beliebigen Einfluss, da nehme ich die Raumgilde und kriege damit noch einen Siegpunkt. Okay, hier habe ich eine Intrigenkarte, die mir entweder 2 Schwerter im Kampf gibt oder gegen einen Einflussabgabe woanders einen Einfluss hinzunehmen lässt. Und dann habe ich hier einfach nur, dass ich mir ein Wasser nehmen kann. Das werde ich vielleicht mal irgendwo brauchen. Wir schauen. Dann kommen die Sandwürmer. Der kommt nur hier. Und dann kommen alle wieder nach Hause. Das läuft jetzt wesentlich fluffiger als das erste Spiel mit der Erweiterung. Okay, dann geht's weiter. Wir haben neue Runde, neues Glück. Konfliktkarte aufdecken. Die Jungs kriegen ihre dritten Agenten. Ich bin noch weit davon entfernt. Startspielermarker geht eine weiter. 1, 2, 3, 4, jawohl, 5. Runde, 5. Karte, genau. Das passt. Ich bekomme aber jetzt zu Rundenbeginn einfach mal 2 Solari durch mein Tech-Plättchen. Und dann können wir uns auch, ich muss 5 Karten ziehen, dann können wir uns, glaube ich, aber auch darauf vorbereiten, in dieser Runde vielleicht schon entweder das Schlachtschiff oder den dritten Agenten beim Schwertmeister zu organisieren. 2, 3, 4, 5, je nachdem, was die Karten so sagen. Aber Geld fängt an. Wir schauen. Arake bekommt eine Truppe und das geht auch in den Konflikt und setzt den Siegelring ein. Und Siegelring sagt, bekomme ein Spice. Dann bin ich dran. Was haben wir denn als Belohnung hier? 2 Solari, eine Intrigenkarte und den Mentaten. Boah. Den darf ich aber auch nicht verlieren, den Konflikt, weil der Mentate würde dafür sorgen, dass der Sieger bereits schon... Er geht in den Kampffeld, er zieht nach. Das heißt, das darf ich nicht vergessen, er zieht auch sein Schlachtschiff nach. Er hat jetzt also auch wieder 4 Truppen hier drin sitzen. Ich werde wohl über Dune, der Wüstenplanet, meinen Agenten... Da fehlt gerade ein Agent, wo ist er hin? Eine Agentenfigur. Irgendwo ist mir gerade ein Agent flöten gegangen. Da ist keiner. Hier ist er. Wie werde ich hier oben auf den interstellare Fracht auf das Feld setzen? Denn ich habe 2 Einfluss bei der Raumgilde. Jetzt kann ich meinen Frachter 2-mal bewegen. Und das heißt, ich bekomme ein Tech-Plättchen für 2 Rabatt. Und für 2 Rabatt
kann ich mir einfach mal hier für 0 dieses Plättchen Memo-Corder kaufen. Das gibt mir im Finale noch eventuell einen Siegpunkt, aber es gibt mir auch sofort einen Einfluss. Und dann den nehme ich hier beim Imperator und damit kriege ich noch einen Siegpunkt. Und in der Finalwertung müssen wir mal überlegen, schauen, was da passiert. Jetzt wird ein Spiel draus und jetzt kann ich mein, das war das hier, jetzt werde ich nämlich beim zweiten Frachterfeld, Frachtersymbol, werte ich nämlich jetzt alle rückwärts. Ich nehme jetzt auch 2 Truppen und bekomme dadurch, dass ich dieses Tech-Plättchen Truppentransporter habe, bekomme ich ein zusätzliches und darf es auch im Konflikt einsetzen. Das tue ich mit diesen 3. Da bin ich jetzt noch nicht bei der vollen Stärke. Das kriegen wir aber hoffentlich hin. Und ich bekomme noch einen Einfluss bei einer beliebigen Fraktion. Einen Einfluss bei einer beliebigen Fraktion. Und da setzen wir jetzt mal auf die... Ich mache beim Imperator weiter. Und dann bekomme ich entweder 5 Solari oder 2 Spies. Und ich glaube, jetzt im Moment würde ich gerne die 5 Solari haben. Und dafür kriegt aber auch jeder andere Rivale noch einen Solari. Weil nämlich Dividendenauszahlung bei der Mafia ist. Die merkantile Allianz für die Entwicklung im All, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf Englisch die Choan. So. Dann war das mein Zug. Ich hoffe, der hat gut funktioniert am Schluss. Wir werden sehen. Da ist Grün wieder dran. Grün geht auf den Highliner. Highliner ist hier. Bekommt einen Einfluss da, den Siegpunkt. Und bekommt dann 3 Truppen. Und die gehen in den Konflikt. Und das ist ein Kampffeld. Das heißt, er darf 2 nachrücken. Jawohl. Gelb ist dran. Schlachtschiff. Das heißt, er bekommt das Schlachtschiff, das ist kein Kampffeld, das heißt, er kriegt es in die Garnison und kann sich ein Tech-Plättchen kaufen. Er hat genug Spies, 4 Stück hat er, 2 kann er sich erlauben, 6 nicht. Das heißt, er kauft sich dieses Plättchen, kriegt ein Wasser und wenn du einen Konflikt gewinnst, bekommt er auch Wasser nochmal separat. Okay. Das war das. Ich bin dran mit meinem zweiten Zug und ich muss jetzt Truppen einsetzen. Das heißt, ich brauche tatsächlich... Ich habe nur 3 Schwerter, die ich nachsetzen kann. Muss aber 2 Truppen einsetzen, muss eigentlich also zu den Fremen laufen und hatte dann nur 2 Schwerter. Das heißt, ich gehe mit dem Christmesser wieder zu den Fremen, zu den zähen Kriegern, bekomme hier einen Einfluss, muss ein Wasser abgeben, bekomme 2 Truppen, die gehen auch direkt in den Kampf. Und dann bekomme ich noch ein Solari. So, das war mein Zug. Mehr Truppen kann ich nicht einsetzen. Ich hoffe, dass die mich jetzt hier nicht... Also es ist 4, ich bin bei 5, Grün ist bei 5, Gelb ist schon bei 4. Das wird jetzt knapp, ob ich mit 2 Schwertern nachher im Aufdeckzug rüberkomme. Okay, Grün ist aber noch mal dran. Die haben ja jetzt ihren dritten Agenten. Grün geht zum, hat genug Einfluss. Interstellare Fracht ist aber besetzt. Wenn ich, dann geht er zu Destillern zu und bekommt einfach nur einen Einfluss. Gelb ist nochmal dran, hat noch einen dritten Agenten, geht nach Araken. Da war er aber schon. Dann will er Spice ernten. Das geht hier, da kriegt er 2 Spice.
und er kann Truppen nachziehen, das heißt, er wird den Konflikt gewinnen. Er geht mit beiden Schlachtschiffen rein. Ich kann nicht mehr setzen, habe keinen dritten Agenten, aber Grün hat noch einen. Geht nach Kafark, kommt auch ein Trupp und der geht auch in den Kampf und er setzt auch G2 in den Kampf. Das heißt, ich gehe hier gerade gnadenlos in diesem Konflikt unter. Schade. Gut. Wir werden sehen. Keine mehr da. Ich habe in meinem Aufdeckzug einen Einfluss. Für einen Einfluss kann ich die Missionaria Productiva kaufen. Die Frage ist, brauche ich das? Nee, das lasse ich. Die lasse ich verfallen. Und dann habe ich zwei Schwerter. Das heißt, mein Kampfwert kommt auf 7. 2, 4, 6, 8 hat schon Grün, ohne Schwerter nachzuziehen. Und 7 hat auch Gelb. Jetzt müssen wir Schwerter nachziehen. Und zwar einmal in der Reihenfolge erst für Gelb. 3 Stück, macht dann 10. Und dann für Grün keines. Na super. Das heißt, alle Truppen gehen zurück. Ich habe nichts gewonnen, der dritte bekommt nichts, der zweite, das ist Grün, bekommt eine Intrigenkarte und zwei Solari. Und der erste bekommt eine Intrigenkarte, zwei Solari und den Mentaten für die nächste Runde. Und die zwei kommen zurück, der Trupp in den Vorrat. Das war der Konflikt. Wir müssen hier nochmal würfeln. Die 6 wird nicht ausgetauscht, die 3 wird ausgetauscht. Gut. Dann kommen die Sandwürmer. Und alle Agenten kommen wieder zurück, wo sie hergekommen sind. Okay, das war das. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Karten zum Nachziehen. Ich bekomme 2 Solari über das Techplättchen hier. Und ich beginne auch. Und jetzt habe ich keine Karte, die es mir erlaubt, entweder meinen dritten Agenten zu holen. Dafür bräuchte ich ein grünes Symbol und das bräuchte ich auch fürs Schlachtschiff. Das heißt, ich habe zwar das Geld jetzt, aber nicht die Ressourcen. Zum Nachziehen habe ich aber auch nichts, denn das Wasser hier, ich könnte nach Arakeen gehen. Dann kann ich eine Karte nachziehen, in der Hoffnung, dass dann eine Karte kommt, die gelb ist. Eine Möglichkeit. Ich kann auch wir müssen ja erstmal den Konflikt aufdecken. Intrige und 3 Spice. Auch nicht schlecht. So. Das heißt, wir müssen. Ich könnte mir beim Imperator den Einfluss holen. Entsprechend Truppen in die Garnison zumindest setzen. Noch einen Siegpunkt kassieren. Eine Möglichkeit. Aber machen das anders. Ich werde jetzt tatsächlich erstmal nach Arakeen gehen, meinem Agenten. Hier kann ich mir leider die 2 Wasser nicht erlauben. Bekomme einen Trupp in meine Garnison, in den Konflikt, den kann ich einsetzen direkt und kann eine Karte nachziehen. Und das ist nicht die richtige Karte gewesen.
Dann ist Grün dran. Grün macht interstellare Fracht. Er darf auch hin, denn Grün hat genug Einfluss. Und zweimal das Frachtsymbol. Das heißt, er geht einmal rauf und geht dann einmal wieder runter. Will sagen, er bekommt die zwei Truppen in seine Garnison. Das ist kein Kampffeld. Und er bekommt einmal Einfluss, und zwar da, wo er am niedrigsten steht. Und das sind die Bene Gesserit. Und er bekommt immer Spice statt der Solari. Oder nehmen die immer Solari? Moment, jetzt muss ich nachschauen. Regeln für die Rivalen. Er wählt immer die Solari-Dividenden. Ja. Das heißt, er bekommt keine Spice. Die zwei gehen zurück. Er wählt die 5 Solari. Und jeder andere von uns bekommt auch ein Solari. Und das heißt, er gibt aber auch schon wieder 7 Solari aus für einen Siegpunkt. Spice spart er noch, weil das noch eine Konflikt-2-Karte ist. Okay, das war Grün, jetzt ist Gelb dran. Und Gelb hat 4 Agenten. Ich habe 2. Das wird ein Massaker. Gelb geht nach Carthage, bekommt eine Truppe in den Kampf und kann bis zu 2 Einheiten nachsetzen, ist also schon mit 7 drin. Das können wir vergessen. Und dann bin ich wieder dran. Ich habe die Fremen-Allianz. Das würde mir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schwerter geben. Und der Stilgar gibt mir nochmal 3 Schwerter. Wenn ich die beiden nicht spiele, sondern jetzt meinen. Dann habe ich 9 Schwerter und mit dem Druck zusammen sind das schon 10. Das kann funktionieren. Dann spiele ich jetzt entweder die Diplomatie oder die um den Wüstenplaneten. Und jetzt nehme ich, glaube ich, die Diplomatie, setze meinen Agenten zum Imperator, und zwar in Wohlstand. Kriege hier erstens einen Einfluss, zweitens 2 Solari. 1, 2, 3. Wir wechseln mal. 2. Und behalten wir mal in klein die ersten, die letzten 5. Dann bekomme ich hier die Allianz mit dem Imperator und damit noch einen Siegpunkt. Und dann bekomme ich 2 Truppen in meine Garnison für den nächsten Konflikt mal vorbereiten. Das war's für das Thema. Damit sind meine Agentenzüge durch. Die Jungs sind aber noch dran. Und ich habe 2 gemacht. Grün geht Spice ernten. Meistes Bonus-Spice ist hier in der Summe 4. Und dann nehmen wir einen mit zurück. Und dann mit der 5. Noch wird's aufgespart, aber das wäre schon mal mindestens ein Siegpunkt. Gelb ist nochmal dran. Verschwörung, das ist hier oben, da bekommt er einen Einfluss beim Imperator und 2 Truppen in die Garnison. Ich bin nicht dran, Grün ist wieder dran. Zähe Krieger, ein Einfluss, ein Siegpunkt und 2 Truppen in den Konflikt. Und jetzt kann er auch 2 nachziehen. Damit sind wir alle 3 im Konflikt. Gelb ist nochmal dran. Tech-Verhandlung, das ist hier oben, er kann sich mit einem Rabatt eine Tech-Karte kaufen. Wir schauen, was er kaufen kann, das ist die hier, die kann er aber sich nicht leisten, für 5, er hat nur 4. Wir sagen, da passiert zum Glück nichts, kann er also dann einen Trupp in die Verhandlung setzen, für das nächste Mal. Okay, und jetzt ist Gelb nochmal dran, weil er noch den Mentaten hat. Arakeen ist besetzt, Highliner ist nicht besetzt, hier bekommt er noch einen Einfluss, den hatte er bisher noch gar nicht, und bekommt 3 Truppen in den Kampf und kann auch noch 2 nachziehen.
Na super. So haben wir das gebraucht. Mein Aufdeckzug sagt mir jetzt, ich bekomme drei Einfluss, drei Überzeugungen und kann mir für drei etwas erwerben. Was mir wirklich nicht hilft. Was mir wirklich nicht hilft. Ich könnte ein Feld blockieren, das wäre vielleicht nicht schlecht, aber das bringt nichts. Ich nehme mal die Bene Gesserit Eingeweihte, die könnte vielleicht helfen durch Karte nachziehen. Okay, und ich bekomme mit dem Kampfwert von einer Truppe, nein, Quatsch, die Truppen sind ja 2 wert. Oh, das habe ich vergessen. Truppen sind 2 wert. Und ich bekomme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schwerter dazu, sind 10. Halt, ich habe falsch geguckt, Leute. Ich habe nicht nur die 3 Einfluss, doppelt. Rückabwickeln. Ich habe ja hier in dem Aufdeckzug noch 2 weitere. Ich habe also 5 Einfluss. Und für 5 Einfluss nehme ich mir den festen Griff und lasse den 5. verfallen. So wird ein Schuh draus, weil dann kann ich mir gegen Geld Einfluss kaufen bei allen anderen Fraktionen außer dem Imperator. Und den Einfluss brauche ich noch bei Bene Gesserit. Das ist gut. Und ich bekomme also den Kampfwert von 10. Dann müssen wir bei Gelb mal schauen. Der hat einen Kampfwert von 8 und bekommt 3 dazu, ist 11. Das sind 6, 18, 12, 14, 16, 18 sehe ich hier alleine schon. Bei Gelb 2, 4, 6, 18, 12 und 6 und 18. Und 2 Schwerter dazu sind 20. Tja, den Konflikt konnte ich von Anfang an vergessen. Bei mir passiert also nichts. Gelb gewinnt und bekommt eine Intrigenkarte. Und damit setzt er die 3 Intrigenkarten ein gegen einen Siegpunkt. Naja, besser Gelb als Grün, muss ich ehrlich gestehen. Noch ist Gelb weiter hinten. Gelb bekommt auch ein Wasser, weil er nämlich den Konflikt gewinnt und sein Tech-Plättchen sagt genau das. Und die 3 Wassergesetzte noch gegen einen Siegpunkt ein. Und Gelb bekommt 3 Spice. So. Das ist auch noch ein Siegpunkt, genauso wie bei Grün später. Gut, das ist das. Und Grün bekommt den 2. Platz, 2 Spice. Und die Truppen gehen zurück. Und dann müssen wir noch den Markt rotieren. Die erste Karte oben, das Mafia-Direktorat, hat nicht lange hier gelegen. Okay. Dann haben wir den Konflikt, so wie es aussieht, abgehandelt. Dann kommen die Sandwürmer. Dann kommt der Agentenrückruf. 3 für Grün, 1, 2, 3 für Gelb. Und der Tag zurück und nur 2 Jungs für mich. Ich bekomme zu Rundenbeginn wieder 2 Solari. Muss jetzt 5 Karten ziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt bekommen wir die grünen Felder, die wir brauchen. Aber ich fange nicht an. Das tut jetzt Grün und jetzt haben wir
die erste Konfliktkarte Stufe 3. Und jetzt gibt also Grün erstmal 14 Spice aus für 2 Siegpunkte. Holt damit auf. Und bei Gelb machen wir das gleich auch, wenn er dran ist. Grün ist dran. Der Stellanzug. Ein Einfluss bei den Fremen. Gelb ist dran. Card Dark. Ein Einfluss bei den in den Konflikt und er setzt 2 Einheiten nach. Das heißt, er geht schon mit 7 in den Konflikt rein. Na super. Jetzt muss ich mir erstens mit dem Dolch und 8 Solari meinen dritten Agenten holen. Den kann ich nämlich dann noch direkt einsetzen gleich. Ich habe gerade meine Intrigenkarten durch und Wasser. Ich hätte noch 2 Schwerter mehr gehabt, hätte ich den Konflikt hier vielleicht als zweiter entscheiden können. Aber vielleicht war es ganz gut, dass ich mich aufgehoben habe, habe ich übersehen. Dann schauen wir weiter. Grün ist wieder dran. Selektive Züchtung. Ein Einfluss hier und ein Siegpunkt. Gelb ist dran. Der Stellanzug ist besetzt. Spice ernten. Das macht er hier und bekommt 4. 4. Das heißt, machen wir es mal korrekt. Wir geben einen zurück. Wir haben 5. Das hat er, in der Summe hat er 11. Jetzt gibt er 7 aus. Das heißt, er kriegt insgesamt 4. Um noch einen Siegpunkt zu kaufen. Irgendwas stimmt nicht. Er hatte hier 7 liegen. Ja, passt. So. Und Truppen bekommt er keine 9. Ich bin dran. Ich muss mir jetzt das Schlachtschiff holen. Mit dem Dolch gehe ich hier hin, zahle 3 Solari, das ist jetzt kein Problem, kriege ein Schlachtschiff erstmal in die Garnison und kann mir ein Techplättchen kaufen. Ich habe leider kein Spice, sodass ich keines kaufen kann. Dann müssen wir das lassen. Aber ich habe jetzt hier 4, 5, 6 in der Garnison schon mal liegen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und ich habe ja noch einen dritten Agenten und mit dem muss ich jetzt auf ein Kampffeld. Und das kriegen wir auf jeden Fall geklärt, denn da gibt es 1, 2, 3 Möglichkeiten. Das sollte funktionieren. Grün ist dran, will auch Spice ernten. Das macht er hier. Bekommt 2 Spice. Gelb ist wieder dran. Kann ebenfalls Spice ernten. Wie habe ich das denn gemischt? Das kann er nicht mehr. Dann geht er zum Imperator. Dann kommt dort ein Einfluss und ein Siegpunkt. Und 2 Truppen in die Garnison. So. Und ich kann jetzt entweder hier zu den Fremen. Das gibt mir, glaube ich, am meisten. Ich hole mir durch die Intrigenkarte Gewerkschaft der Wasserverkäufer und ich mir ein Wasser. Und mit dem Wasser, das ist das, wo ich am meisten Truppen kriege, ja, gehe ich zu den Fremen mit meinem Agenten, zähle Krieger, zahle das Wasser wieder. Komme 2 Truppen in den Kampf, kann 2 Einheiten nachziehen. Und
das muss dann leider reichen. Wir werden sehen, ob es reicht. Grün ist dran. Kann nichts machen, ist nicht im Konflikt. Gelb macht seinen Aufdeckzug. Das heißt, er ist im Konflikt mit 7. Nein, das sind 3, 3, 2. Das sind also 6, 8. Deckt nochmal auf. 2 Schwerter sind 10. Ich bin dran, mache meinen Aufdeckzug. Bin im Konflikt. Einfluss machen wir gleich. Bin im Konflikt mit 4, 6, 8, 10. Ist das richtig? 2, 4, 6. Und das ist 4 wert, sind auch 10. Jawohl. Und decke auch diese Intrigenkarte auf. Die gibt mir 2 Schwerter. Das heißt, hier geht es nochmal 2 rauf. Und damit gewinne ich den Konflikt. Jetzt kommen wir der Sache näher. Bevor wir das aber aushandeln, habe ich noch 3 Einfluss zu vergeben. Da kann ich leider nicht sparen, aber ich hole mir nochmal die Bene Gesserit eingeweiht. Da kann ich noch eine Karte nachziehen. Und jetzt wird nochmal der Markt notiert. In welcher Reihenfolge man das macht, erst den Konflikt auszahlen oder erst den Markt rotieren, spielt dann keine Rolle mehr. Die zweite kommt weg. Wo kommt denn hier mein Handy die ganze Zeit? Okay. Lass ich mal gerade kurz gucken. Alles klar. So. Dann Markt rotiert, jetzt kommt der Konflikt in der Auswertung. Zweiter Preis, 5 Spice. Gehen auf Gelb. Das heißt, er wird dort auch einen Siegpunkt ausgeben. Und ich bekomme 2 Siegpunkte. 1, 2. Und die Truppen gehen weg. Ich bekomme die Kontrolle über das imperiale Becken. Hierhin. Und ich kann jetzt mein Schlachtschiff auf ein anderes Feld setzen. Das ist, nehme ich jetzt mal hierhin. Das ist jetzt für eine Runde sozusagen raus. Kann nicht Runde über Runde sofort wieder eingesetzt werden. Das kontrolliert jetzt eine Runde lang Arake. Wenn hier eine andere Fahne eines Rivalen läge, würde das die Kontrolle überdecken und eine Runde später wieder zurückgeben an den Rivalen. So, und damit haben wir das abgehandelt. Die 2 Siegpunkte, die 5 Spies sind alle ausgegeben. Jawohl, und damit kommen jetzt alle wieder zurück. Jeder seine 3 Jungs oder Mädels. Startspielermarker geht einer weiter. Nein, die Sandwürmer vergessen. Hier lag aber einer und hier lag auch einer. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann müssten nur hier, neben Hagerbecken lag keiner. Wir tun mal hier auch noch einen. Ich weiß, hier lag jemand. Okay, dann sind wir aber jetzt soweit. Nächster Konflikt. Jetzt geht es um Karthag. Auch wieder um 2 Siegpunkte. Das heißt, wir könnten das Spiel, wenn wir es gewinnen, das Ganze beenden. Wir können uns auch das zweite Schlachtschiff leisten. Das müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Und ich brauche Einfluss. Boah. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Ich bekomme wieder 2 Solari zu Rundenbeginn. Das ist nicht so schlecht. Okay, Geld fängt an. Spice ernten, das macht er hier, bekommt 4 Stück. Gibt noch einen zurück. Das nimmt sich den Finger. Wir sind dran. Ich habe den festen Griff, der hilft mir jetzt natürlich. Denn ich kann mit Grün hier hingehen, habe zwar immer noch kein Spice, mit dem ich mir ein Tech-Plättchen leisten kann aber für 3 Solari
ganz bequem ein zweites Schlachtschiff organisieren und kann für zwei Solari, kriege ich drei wieder zurück, einen Einfluss kaufen. Und den kaufe ich, hier bin ich fast ganz oben, da habe ich die Allianz. Dann kaufe ich ihn hier bei der Raumgilde, weil dann komme ich eventuell näher zu dem nächsten Siegpunkt da oben. Hier bin ich so weit weg, das wird schwierig, da noch den richtigen Einfluss zu bekommen. Jawohl, das hat funktioniert. Dann kann ich vielleicht auch mein zweites Raumschiff in den Konflikt schicken. Und dann werden wir... Ich habe eben verpennt. Gelb hatte ja einen Konflikt gewonnen. Er hätte mit einem seiner Schlachtschiffe ein Feld kontrollieren müssen. Das wäre dann raus gewesen aus dem dann folgenden Konflikt. Habe ich verpennt, zu meinen Ungunsten wahrscheinlich. Das ist etwas, was ich falsch gemacht habe. Gut, beim nächsten Mal versuchen wir dran zu denken. Okay, ich habe gezogen. Grün ist dran. Arakeen. Jetzt bekomme ich den Solari. Und er bekommt einen Trupp in den Kampf und seinen Siegelring. Und das heißt, er gibt ein Spice aus, um seinen Frachter ein Feld vorzuschieben. War gar nicht so schlecht. Gelb ist dran. Altraum bekommt den Einfluss und den Siegpunkt. Und ich bin wieder dran. Ich muss in den Konflikt und am besten das mit Truppen. Ich habe aber kein Wasser. Aber der Stilgar ermöglicht es mir, oder mein Segelring, was sagt denn mein Segelring? Kauf ein Spice-Plättchen oder in die Verhandlung. Wow. Ein Tech-Plättchen, das will ich gar nicht jetzt. Ich könnte mit dem Stilgar, das machen wir mal, in den Zielstabre gehen. Das passt auch thematisch super. Stilgar leitet den Zielstabre. Ich kriege ein Wasser durch die Karte. Und durch das Feld bekomme ich sowohl ein Wasser als auch einen Trupp in den Konflikt. Den setze ich auch direkt in den Kampf. Und ich kann zwei Truppen nachsetzen. Das sind die hier. Jetzt bin ich mit 6 im Konflikt, im Kampf drin. 2, 4 und 4 sind 8 sogar. Und Grün ist mit 2 dabei. Halten wir das mal nach. Okay, das war mein zweiter Agent. Grün ist nochmal dran. Geht nach Karthag, bekommt einen Trupp und setzt ihn in den Kampf. Ist dann also mit 4 dabei. Dann ist Gelb dran. Letzter Agent. Zum Imperator, bekommt dort einen Einfluss. Ich bin dran. Grün hat noch einen Agenten, könnte damit also noch mal irgendwo etwas in die Schlacht werfen. Was brauchen wir? Eigentlich ist das egal. Wir können uns mal wieder um den Frachter oben bemühen. Oder um Spice. Ich könnte mir ja nochmal 3 Spice organisieren. Vielleicht kann ich mir noch ein gutes Tech-Plättchen kaufen. Wir gehen ins Hagerbecken. Zahlen ein Wasser. Und bekommen 3 Spice. Habe ich mir zu Rundenbeginn die 2 Solare genommen? Ich glaube schon. So,
Und damit ist das mein letzter Agent gewesen. Grün ist nochmal dran. Tech-Verhandlung ist hier oben. Rabatt, ein Tech-Plättchen kaufen. Er könnte sich kaufen den Holzmann-Generator, der würde aber 5 kosten für ihn, die hat er nicht mehr. Dann setzt er einen Trupp in den Tech-Verhandlungen. So, damit ist das Thema aber auch durch. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das der letzte Zug, weil wir jetzt gleich mit der Konfliktauswertung in die Finalwertung gehen. Also wir schauen nochmal durch. Mein Aufdeckzug sagt jetzt 2 Überzeugungen. Die möchte ich jetzt aber auch nicht für irgendeine Karte ausgeben, die hier liegt. Die anderen Karten, die ich gerne hätte, sind einfach zu teuer. Die lassen wir verfallen. Ich bin mit 8 im Konflikt, habe auch keine Schwerter mehr. Grün macht nochmal einen Schwerterzug und holt nochmal 1, 2, 3 Schwerter. Und damit gewinne ich den Konflikt und damit wird das Spiel auch enden. Wir rotieren nochmal kurz den Markt. Die Karte geht raus. Wir werten den Konflikt aus. Er bekommt eine Intrigenkarte. Und 3 Spice. Das macht für ihn dann 5. Die Truppen gehen zurück. Ich bekomme 2 Siegpunkte und die Kontrolle über Karthag. Damit müsste mein Kampfschiff zurück und ich könnte das andere wieder einsetzen. Die Frage ist, ob es da wieder hin dürfte. Die 2 Truppen gehen weg. Damit ist dann kämen die Sandwürmer, er käme nur nach hier. Dann kämen die Agenten alle zurück. Und dann sind wir in der Frage. So, gucken wir mal die Regeln, wie das genau aussieht mit dem Finale. Wir haben jetzt 10 Punkte. Und dann müssen wir die Finalkarten werten. Ne? Zuerst kann jeder alle finale Intrigenkarten ausspielen und abhandeln, die hat. Wer dann die meisten Siegpunkte hat, wird zum Sieger erklärt. Im Gleichstand, Spice, Solaris, Wasser und dann Truppen der Garnison. Wir schauen. Hier sind keine Finalkarten mehr. Hier sind keine Finalkarten mehr. Hier ist 3 Einfluss oder mehr auf allen 4 Fraktionen habe ich nicht. Den Siegpunkt kriege ich nicht. Das sieht nach Ende aus. Ja. Diesmal habe ich die Runde gegen Graf Moritani und Graf Torwald gewonnen als Prinz Romborvernius. Ja. Hervorragend. Klasse. So, ich hoffe, das hat jetzt auch mit den Regeln besser gesessen als meine erste Partie mit dem Unboxing der Erweiterung und dem ersten Regel-Lernpartie. Da waren doch noch ein paar Schnitzer drin. Ich hoffe, das hat jetzt besser funktioniert. Falls ihr noch Fehler entdeckt habt, die Tatsache hier mit der Schlachtschiffkontrolle, die habe ich ja eben selber noch entdeckt, nachträglich leider. Sonst hätte vielleicht er noch mal irgendwo Solari gemacht oder Spice. Ich weiß gar nicht, wie er das dann ausgewählt hätte, würde ich nachgucken müssen. Ich hoffe, weitere Fehler waren nicht drin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mein zweites Video zur Rise of X Erweiterung. Jetzt gefallen mir auch die Tech-Plättchen besser. Damit werde ich jetzt langsam warm. Das sieht schon sehr gut aus. Wir hatten komischerweise wieder mal kaum Karten in der Imperiumsauslage, die aus der Erweiterung stammen. Hier unten ist so ein Symbol, der ist Martuik. Da sind dann weitere Symbole drauf, die nochmal Effekte auslösen. In der Kombination scheinen die ganz flüssig zu laufen. Es sind vielleicht ein bisschen zu wenig neue Karten. Wir hatten jetzt fast nur die alten. Ich muss weiter mischen. Trotzdem, mir macht die Erweiterung immer mehr Spaß. Ich werde sie demnächst zu dritt testen können. Da freuen wir uns auch schon drauf in der Runde. Und ich hoffe, euch hat es ebenfalls Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir gerne wieder ein Like da und gerne auch Kommentare, was ich hätte besser anders spielen müssen, wo noch Fehler waren. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartacus.